Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Lang ist es her, sehr lang ist es her, über einen Monat, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Wieder mal schlägt der Mensch zu, ne? Das typische Privatleben, geplagt von Krankheiten, beschäftigt durch allerlei Geburtstagsfeiern und etc. waren die Wochenenden ziemlich, ja, ausgelastet, muss ich so sagen. Und ich konnte nicht aufnehmen, aber heute geht es endlich mal wieder. Und ich möchte gleich mit Risen hier starten. Ich habe noch einiges zum Nachholen, ich weiß, aber wir fangen mal mit Risen an. So, wird schon werden. Gut, auf jeden Fall, wir sind hier auf Antigua, glaube ich, ne? Nach wie vor. Und wir haben im letzten Part uns hier mit dem Lagerraum beschäftigt, mit dem Lagermeister ebenfalls, der ja von Schatten hier attackiert wurde, gefangen gehalten wurde. Und wir haben noch eine Quest mit einem Piraten, der will ja sein Hab und Gut wieder haben. Ich Trottel habe das anscheinend aber hier im Lagerraum übersehen, das heißt, ich muss da nochmal rein. Beziehungsweise übersehen ist vielleicht falsch ausgedrückt. Es scheint hier ja noch eine Zwischenetage zu geben, wo ich anscheinend gar nicht so leicht rein kann. Und zwar da oben irgendwie, da so mittig, ne? Ich habe mir schon gedacht, dass ich vielleicht draufklettern muss, außen und mich hier runterplumpsen lassen kann. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Das bedeutet, dass ich hier wahrscheinlich den Papageienflug mal einsetzen werde. Gespeichert haben wir eh. So, also würde ich sagen, ich verwandle mich gut, mal. Ich bleib hier. Ja, bitte. Ich bin hier gleich wieder da. So. Wusch, jetzt sind wir da hier oben. So. Eine verschlossene Truhe, die machen wir gleich auf, weil wir es können. So, und so. Das war ein Kinderspiel. Gucken wir mal. Einen Streitkolben. Ja, okay. Ich glaube, unser Schattenschneider ist, glaube ich, besser. Fackel und Eisenerz. Goldwert 5. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Ein stinknormaler Klumpen Eisenerz. Also kein magisches. So. Dann haben wir hier schweres Paket. Das ist schon mal das erste Teilchen für unseren Piraten. Die Kunst der Alchemie. Das hier klingt interessant. Mhm. Der Alchemist überließ seinen antiken Stößel jeden Abend den Wellen des Meeres, um seine perfekte Form zu wahren. Eines Morgens war er jedoch verschwunden. Gerüchten zufolge soll der Stößel zuletzt am Oststrand von Kila wieder aufgetaucht sein. Gut zu wissen. Aha, den haben wir, glaube ich, nicht gefunden noch. Glaube ich. Okay, wow. Dann gucken wir uns hier noch um. Da haben wir noch eine weitere Truhe. Truhe. Wupp, wupp. So. Die war etwas schwieriger als die andere, aber trotzdem kein Problem. Ein Kristallsplitterchen haben wir drin. Hatten wir sowas schon mal? Bolzen und Gold. Kristallsplitter ist 150 wert. Schlösser knacken. Also das ist ein Dings, ein Schmuckstück. Also Schlösser knacken kriegen wir plus 10. Astralsicht plus 10. Dafür verlieren wir die Silberzunge und den Taschendiebstahl, was wir gerade ausgerüstet haben, ne? Kristalle aus Taranis sind Träger großer Macht und Magie. Nehmen wir alles mit. Ich möchte nach wie vor versuchen, Magier zu werden. Mal schauen, ob es mir auch gelingt. Sonst bleiben wir halt Pirat. So, mal schauen, ob die auch so einfach geht. Ja, wachsen einfach sogar. Fackel, Schrot, Gold und Rezept für Schnaps des Blutes. Da brauchen wir halt Zucker, Geisterpilz und rohes Fleisch. Ist ein Verbrauchsgegenstand und kann was? Hilft dir, Menschen und Tiere zu sehen. Naja, das sehe ich so theoretisch auch. Wahrscheinlich ist es gemeint hinter Wänden oder so, denke ich mal. Oder es gibt hier auch unsichtbare Viecher. Das könnte vielleicht auch sein. So. In Ordnung. Schließt sich dir an. Ja, da kommst du aber nicht drauf. Gar keine Chance. Das war jetzt unabsichtlich. Ich wollte noch mich einmal umschauen. Ja, und natürlich haben wir auch wieder den Tonbug. Den guten. Altbewährten. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Bonesy, fang mich! Oder auch nicht. Ja, ich danke dir. Danke. So, da hätten wir schon mal das erste Teil. So, das zweite scheint da drüben zu sein. Hier, ach warte, hier konnte man außen rauf, ne?
glaube ich, oder? Bin ich da... Na, da bin... Ah, wohl doch hier. Außen ist falsch. Hier halt, ne? Scheinbar muss das oben irgendwo sein. Bäh. Grüß Gott. Ein Du willst Tier doch hier nichts klauen. Nein, ich will nur was mitnehmen. Angefaultes Tagebuch. Also ich weiß nicht, ob Raus ich... her! Ja, was denn? Hau schon ab! Ich darf hier überhaupt nicht sein. Wenn du glaubst, gibt's Ärger. Das ist aber nicht super. Sollen wir hier vielleicht unser Äffchen reinschicken? Können wir mal probieren, ne? Kleines Äffchen, mein Freund, du bist dran. So. Dann schauen wir. Hoppala. Langsam, langsam. Hallo. Hast du dich verlaufen? Ja, hab ich. Ich bin ein kleines, unschuldiges Äffchen. Na? Na? Der fürchtet sich vor mir. So. So. Das mit dem Tagebuch geht halt natürlich jetzt nicht, ne? Ich kann nur Gegenstände mitnehmen. Raus her! Ach, so ein Affen schreit dazu zusammen. Wie du, dass du Land gewinnst! Aha. Ich hab nichts zu essen für dich. Putzig! Also darf ich hier überhaupt... Warum hat dich denn hier reingelassen? Warte! Aha, okay, du ich wollte nur keinen Ärger mehr. Ich darf jetzt komplett hin? Na, aber Ruhm haben wir verloren. Warte, achso, wenn ich jetzt lade. Haben wir zufällig einen automatischen... Ich probiere mal kurz was. Moment mal. Heute habe ich ja Glück und wir haben das Item im Lagerraum schon zu dem Zeitpunkt mitgenommen. Nein. Ich wollte es nochmal probieren. Verdammt. Muss ich nochmal holen. Verdammt. Ich muss es speichern. Ich dachte, das geht so einfach, aber nee, natürlich nicht. Ist eh logisch. Ist logisch. Dann muss ich wohl des Nachts mich hier reinschleichen. Dann muss ich mich nachts hier reinschleichen. Verdammt, das ist jetzt übel. Das wollte ich gerade nicht. Entschuldigung. Da. Wieder mal sauberst gefehlt. Wie sie es gehört. So. Dafür brauche ich nichts mehr vorlesen. Nur aufpassen, dass ich nichts übersehe. So, das nochmal, das überspringe ich auch gleich. Das wissen wir eh schon. So, bla bla. So, tap tap tap. Die noch schnell aufmachen. Das war jetzt so und so. Genau. Schnell und schnell. Gleich alles mitnehmen. Und zack, zack, zack. Die Gabel. Und hier noch. Ah, peinlich. So und so. Ist Bones jetzt mit drauf? Warte, steht der jetzt gerade hin? Wie hast denn das hinbekommen? Ja, okay. Okay. Es geschehen noch Wunder. So. Dann müsste ich hier alles haben. Zack, runter. Autsch. So. Und dann muss ich quasi eine Runde schlafen, nehme ich mal an, ne? Wenn die Piraten alles schön heier machen, dann müsste das doch klappen, oder? Denke ich mal. Ich werde es mal probieren. Ich renne schnell rauf, leg mich hin, dass Mitternacht ist, ne? Und dann hoffe ich mal... So. Bis Mitternacht pennen. Dann hoffe ich mal, dass die alle schön brav schlafen gehen und dass wir sie dann ausrauben können. Bin schon weg. Her. Ja, ja, bin schon weg. Zu, dass du Land gewinnst. Bin schon weg. Hast du was gesehen? Ich nicht. Wenn ich natürlich richtig Pech habe, dann gehen die noch nicht schlafen. Wäre aber nicht sehr schön. Hier ist nur ein großer Sauhaufen, ne? Mehr nicht. Mehr nicht. So, sind die jetzt schon heier gegangen? Nein. Ich werde mal speichern. Vierter Spielstand. So. Dann probieren wir unser Glück. Ich glaube nicht. Was wollte ich sagen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Kann ich überhaupt schleichen? Hier kann ich schleichen. Ist ja echt so doof. Das habe ich gerade echt nicht bemerkt. Ich hoffe es. Das angefaulte 16 Tagebuch. Tage sitze ich in Spencers Spelunke fest und suche den Kerl, der mir mein Glasauge geklaut hat.
Neulich Nacht hat er mich genau beobachtet und hat irgendwas von einer Höhle voller Spinnen auf Kila gefaselt. So ein Mist, ohne das Auge kann ich nicht vernünftig zielen. Eine Höhle voller Spinnen also. Das müssten wir haben. Das müssten wir eigentlich haben. Wenn man es ganz genau nimmt. Diese Höhle voller Spinnen, da waren wir sicher drin. Da haben wir... Oh. Raus hier! Ja, ja. Geh mal weg. Sieh zu, dass du Land gewinnst! Ja, ja, bin schon weg. Wir müssen warten. Ich speichere das Ganze mal. Das Glasauge müsste man theoretisch haben. Aber nur theoretisch. Könnte ich mal nachschauen? Wir haben jetzt Zeit, bis die weggelaufen sind. Geht das, glaube ich. Es wird wahrscheinlich unter Plunder gefallen, also eingeteilt sein, denke ich mal. Spinnenbein, Auge. Ach so. Gibt es da nicht noch eine extra Abteilung für besondere Schätze? Glaube ich schon, ne? Ach, und wo war das drin? Alles ist auch verkehrt, glaube ich. Aber, da, Sammlung, genau. Was haben wir denn da schon? Geheim? Plan, Monokel, alter Bogen, Brustdings, bla bla. Na, haben wir scheinbar doch noch nicht. Haben wir doch noch nicht. Okay. Geht's nur weg, Burschen. Ja, geht's was saufen. Zum Wohl. Bones, du bist zu auffällig. Schauen wir mal, was wir hier drinnen haben. Fackelschrot. Zarte Muscheln. Muscheln, schlürfen war noch nie mein Ding. Irgendeiner wird's schon mögen. Ich weiß aber nicht, ob die noch gut sind. Ui, was ist denn das? Schockwelle. Verbrauchsgegenstand, Schaden 50, Radius 7, Fähigkeit Runenmagie beeinflusst Schaden. Dieser Runenstein erschafft eine Schockwelle, die alle Gegner um dich herum trifft und ihnen Schaden zufügt. Das nehmen wir aber gerne mit. Ach so, Quest erfolgt die zarten Muscheln. Ach so, dann war das eh. Na, das war nicht noch das. Das Kreuz bewegt sich. Das lässt doch vermuten. Wieso schläft er noch nicht? Du willst doch hier nichts klauen. Na, um Gottes Willen. Das heißt, ich muss Taschendiebstahl machen. Ah, ach so, ja, stimmt. Da hat er gemeint, jemand hat ihm was abgenommen, ne? Dann. Spencer? Hey, du alter Haudegen. Lässt du dich auch endlich mal hier blicken? Die ganze Stadt geht vor die Hunde und du tingelst in der Weltgeschichte herum. Admiral Alvarez will dich sprechen. Ja, ja. Alvarez kann auch warten. Erzähl mir mal lieber, was in deiner Kneipe so los ist. Ach, ein paar herumhängende Geigen hier, ein paar versoffene Schweine da. Alles wie immer. Ach ja? Natürlich nicht. Guck doch mal nach draußen. Die Hölle bricht über uns herein, Mann. Klingt ja fast beruhigend. Zum Glück ist es nur die Hölle, nicht die Schatten. So, hast du was zu trinken für mich? Gibt's was Neues? Einschüchtern hast du vor kurzem einen Piraten vor die Tür gesetzt. Ich würde sagen, fahren wir gleich von oben weg an, wie immer, ne? Hast du was zu trinken für mich? Sicher. Du weißt doch, wenn du zahlen kannst, kriegst du bei mir alles. Okay, das ist einfach nur Handeldingensgeschichte. Gibt's was Neues? Was gibt es Neues? Hey, das ist Antigua. Hier gibt es immer etwas Neues. Was genau willst du wissen? Wie ist es dir beim Angriff der Schergen ergangen? Wie ist es dir beim Angriff der Schergen ergangen? Hab Schwein gehabt. Die Taverne bietet einen guten Schutz. Auf Dauer würde uns hier zwar die Puste ausgehen, aber so schnell kriegen die uns nicht klein. Aber die anderen hatten wohl weniger Glück. Hab von Flynn seit einer gefühlten Ewigkeit nichts mehr gehört. Hoffentlich hat er sich im Lagerhaus verstecken können. Und was Emma angeht, da können wir wohl jede Hoffnung begraben. Denn der Oststrand wurde mit als erstes überrannt. Ich würde ja selbst nach ihr sehen, aber mich kriegen hier keine 10 Oger weg.
Ja, weil es vor allem auch keine 10 Oger hier gibt, ne? Jo. Wie lange ist die letzte Kneipenschlägerei her? Ein Schüchtern. Lass mal das mal, ne? Für später. Flynn geht's gut. Flynn geht's gut? Ja. Ah, das freut mich zu hören. Ist den Biestern wohl entwischt, was? Leider nein. Weglaufen konnte er nicht mehr. Was? Sie haben ihm doch nicht etwa die Beine... Beruhig dich. Die Dinger sind noch dran. Er war in einer Art magischen Barriere gefangen. Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Aber danke für die Nachricht. Und Emma ist am Leben. Emma ist am Leben. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen würde. Hat sie auch fast nicht. Die Biester haben ihr gut zugesetzt. Aber dank ihrer Voodoo-Kenntnisse ist sie wieder fast die Alte. Schön zu hören. Na dann, das ist schon mal nicht schlecht. Hast du vor kurzem einen Piraten vor die Tür gesetzt? Ja, genau. Das ist die nächste Quest, ne? Hast du vor kurzem einen Pirat vor die Tür gesetzt? Du redest doch nicht etwa von diesem Schlucker Griffith. Der Hund wollte sich auf meine Kosten betrinken. Hat seinen Goldbeutel mit ein paar Steinen beschwert und dachte, mir fällt's nicht auf. Alter. Aber sag mal, Junge, warum interessiert dich das? Er sagt, du hast ihm ziemlich übel mitgespielt. Ich soll ihm seinen Geldbeutel bringen. Ja, die Wahrheit, ne? Ich soll ihm seinen Goldbeutel bringen. Wenn der Lump seinen Beutel wiederhaben will, kann er sich das von der Backe putzen. Da war sowieso nichts von Wert drin. Dann kannst du ihn mir ja geben. Nein, wenn ich das tue, wirst du mich dafür bezahlen müssen. Ja, ist klar. Ganz billig wird das aber nicht. Will dem Kerl ja keinen Gefallen tun. Ja, und mir willst du dafür bestrafen, du Hund. Echt, Entschuldigung. Und er vermisst seinen Degen übrigens auch noch. Griffith vermisst seinen Degen. Vermissen? Junge, der hat das Ding fallen gelassen, als er die Hucke voll bekommen hat. Aha. Schimpft sich Pirat, aber kann nicht einmal mit einer Klinge umgehen. Aber wer weiß, ob sie überhaupt etwas taugt. Wirf einen Blick in die Hütte am Marktplatz. Da ist sie besser aufgehoben als in seinen Händen. Alles klar. Wegen dem Geldbeutel, was willst du denn dafür? Wegen Griffith Goldbeutel. Du solltest ihn gut im Auge behalten. Das will jemand wie du schon... Was will jemand wie du damit anfangen? Ich kaufe ihn dir ab. Ich bring mal das hier. Was will jemand wie du schon damit anfangen? Naja, ich könnte... Also, wenn ich es mir recht überlege... Na, siehst du? Ah, schön, du hast gewonnen. Hier, nimm das Teil. Dankeschön. Haben uns glatt 150 Goldmünzen gespart. Sehr schön. Kannst du mir denn was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Kräuter habe ich gelesen. Krämer lernen. Krämer? Niemand kann dich übers Ohr hauen. Dir würde es sogar gelingen, einem Kaufmann seine eigenen Waren zu verkaufen. Händler gewähren dir einen Rabatt von 5% pro Stufen. Das wäre aber nicht schlecht. List und Einfluss, kann ich das? Ich bin noch nicht gut genug. List und Einfluss und 250 Gold. Warte, das schaue ich mir gerade mal an. Warte. Charakter, Attribute, List haben wir 15. Da werde ich die 5 investieren, tatsächlich. Einfluss haben wir mehr als genug. Das werde ich jetzt machen. Jo. Müsste passen. Ja, bitte. Wir haben noch 11.565 Ruhm. Okay, und 800 Goldmünzen. Ja, das passt. Dann können wir das schon lernen. Ich will das mal lernen. Kannst du mir etwas beibringen? Mal. Ja, das haben wir schon. Bitte Krämer lernen. Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Ja. Sicher doch. Danke. Ich vermisste immer so eine Erklärung noch dazu, weißt du, ne? Also das einfach nur so, ja, bring mir das bei und er, okay. Weißt du, da fehlt mir immer wieder noch so eine Erklärung halt, ne? Mach dies und das, wie man es bei Gothic auch hatte, ne? Also, schade irgendwie, aber egal. Gib mir was von deinem Zeug, ja. Gib mir was von deinem Zeug. Klar, was willst du haben? Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen blunder loswerden. Mal schauen, was ich da noch hergeben kann.
Zum einen vielleicht, was haben wir hier, kleines Kästchen, was da wohl drin ist. Kann ich das aufmachen? Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, das hätte ich vergessen. Schattenwaffen haben wir wieder ein paar, die wären tatsächlich ein bisschen was wert. Ich will aber eine behalten. Na, weiß ich nie, vielleicht brauchen wir sie ja mal für eine Quest. Die Perlen würde ich auch bis auf eine mal. Das alte Wissen behalte ich noch für den Fall, dass wir wirklich es schaffen, Magier zu werden. Kann ich damit wahrscheinlich was anfangen. Rezepte, da haben wir eh keins. Doppeldietrich habe ich Nummer 3. Holler die Waldfee, da muss ich was unternehmen. So, ein Messerchen kann er noch haben. Das wär's dann mal, ne? Ausrüstung mäßig, die Stoß. Was haben wir denn hier alles für Zeug? Krabbenstecher und Streitkolben könnte ich eigentlich schon loswerden. Oder soll ich es noch eisern sparen? Funkelnder Goldring. Da kann man, glaube ich, eh nur einen tragen, glaube ich, ne? Schattenklinge 2. Vielleicht können wir da mal was schmieden. Ich sollte vielleicht nicht alles immer wegpulvern, ne? Handel akzeptieren, würde ich sagen. Achso, ich trottel. Gib mir was. Entschuldigung, ja. Ich wollte nur schauen wegen Rum und so, ne? Kaufen. Blunder ist falsch. Benutzbar ist richtig. Rum hat er 2. Ist das teurer mit 95? Hat nicht immer 8. Na, 100 haben die gekostet, ne? Sind wir jetzt schon billiger wegen einem Crema. Das haut schon hin. Das funktioniert ja schon mal. Okay. Wie viel? Ich weiß gar nicht, wie viel ich besitze. Ist ja wurscht, ich kauf's jetzt mal, ne? Rum kann man immer brauchen. Grog wäre eigentlich auch nicht schlecht. Wenigstens so 3 oder so, ne? Dann passt das, glaube ich, schon mal. Jetzt sind wir schon wieder arm wie eine Kirchenmaus. So, passt. Und dann Kneipenschlägerei, ne? Wie lange ist die letzte Kneipenschlägerei her? Hey, lass die Fäuste ja unten. Vergiss das bloß schnell wieder. Versoffene Typen hin oder her, aber in diesen Zeiten müssen wir uns zusammenraufen. Hier, der geht aufs Haus. Besser eine rote Nase als ein blaues Auge, sag ich immer. Danke. Ui, Schmerztöter. Okay, mit ihm sind wir fertig. Wir haben jetzt, glaube ich, alles beieinander. Ach ja, der Degen fehlt noch, genau. Mac, haben wir mit dem schon gequatscht? Na, Junge, schlimme Zeiten sind das, nicht wahr? Moment, ganz kurz, ich muss kurz husten. So, geht schon wieder. Entschuldigung. Also, auch nicht schlimmer als sonst. Und du hast nichts Besseres zu tun, als in der Kneipe herumzuhängen. Ich denke so, ja. Und du hast nichts Besseres zu tun, als in der Kneipe herumzuhängen. Viel Zorn liegt in deiner Stimme. Liegt dir was auf dem Herzen? Mir geht's im Moment nicht besonders. Nichts für ungut, Junge. Das geht vielen so in diesen Tagen. Naja, das glaube ich weniger. Naja, wobei, eigentlich könnte er recht haben. Wir sind sicher nicht der Einzige, dessen Seele zerstört worden ist, ne? Wie sieht es an der Westküste von Antigua aus? Hast du irgendeinen väterlichen Rat für mich? Oh, das ist aber nett auch irgendwie. Ich würde mal sagen, machen wir mal sicherheitshalber das andere. Ich finde das, ja, das liest sich ganz gut. Hast du irgendeinen väterlichen Rat für mich? Es sind Fremde auf Antigua. Hm. Dämonenjäger und Anhänger der Magie. Wenn ich du wäre, würde ich mir ihre Geschichten genau anhören. Ich habe das Gefühl, dass sie uns noch nützlich sein werden. Da ist etwas Wahres dran. Dämonenjäger wäre auch eine coole Klasse eigentlich, ne? Müsste eigentlich, ich meine, Magier könnte ich ja auch noch bei einem ganz gewissen Projekt, das ich in einem circa einem halben Jahr vorhabe zu zocken, auch machen. Das wäre nämlich auch ein Highlight, habe ich auch noch nicht gemacht. Das bleibt aber ein Geheimnis. Ich hoffe, ich krieg's aber hin, dass ich jetzt nicht zu viel versprochen habe. Auf jeden Fall, es wäre schon interessant, auch so einen Dämonenjäger zu zocken eigentlich. Aber da muss, wie war das? Da muss die Seele schlecht sein, oder? Damit wir mehr Damage machen oder so, ne? Oder überhaupt das werden können. Da müssen wir ein harter, kalter, mieser Hund sein, ne? War das nicht so? Egal. Auf jeden Fall
Wie sieht es an der Westküste von Antigua aus? Wie sieht es an der Westküste von Antigua aus? Überlaufen von den Schattenwesen, Junge. Ich kann froh sein, dass ich in der Stadt war, als es richtig losging. Die Erde hat gewackelt und überall dieses ohrenbetäubende Gebrüll. Schrecklich. Ja, ja. Das ist eindeutig ein Angriff der Schatten. Da haben wir noch ein Piratilein. Na, Fisch. Der Degen, ne? Der Degen. Da hinten, irgendwo. Müssen wir jetzt da lang oder hier oben? Schon wieder hier drin. Ah, die schlafen. Das ist gut. Kannst aufhören zu schleichen. Klau hier bloß nichts. Du ihn nicht, aber das sollte ein... Du hast einen Degen? Ja, ja. Mit dem Pansel kann man's ja machen. Na, hat er nicht. Unten bei der Schmiede vielleicht? Oder hier drin? Ist da wer? Muss unten sein. Na, ich bin schon weg. Eureka! Der muss dann hier unten... ich verstehe schon. Der könnte in dem Häusle sein, ne? Wäre hier oben noch drinnen, dass es hier zählt, was ich aber fast nicht glaube. Nein. Hatte ich das schon? Ich glaube schon, ne? Ist der Finger mal nicht lang genug? Lege dir eine kleine und feine Zange zwischen die Finger. Damit kommst du besser an das Objekt der Begierde. Nur richtig gute Schmiede können so etwas herstellen. Ich kannte mal einen auf Taranis. Gordon war sein Name. Das werde ich mir merken. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Entschuldigung. Ich bin schon wieder leicht verwirrt. Kannst du hier hochklettern? Nein. So, warte, haben wir gleich. So. Nur kein Stress. So. Dann war das doch hier, langsam. Hier irgendwo da drin. Da. Achso, da schläft jemand. Boah! Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wer schleicht, hat nichts Gutes im Sinn. Das gibt's ja nicht. Ich bin ja nicht so laut. Wo ist eigentlich bei uns? Der fehlt schon wieder irgendwo. So. Ich probier's jetzt nochmal. Ah, das haben wir schon. Ich könnte es probieren mit dem Äffchen noch. Da vorne ist der Degen, ne? Hier ist er schon. Eleganter Degen. Nice. Da ist er ja bei uns. Wahrscheinlich hat er oben getrampelt, weil er uns nachlaufen wollte. So, ich renne mal normal raus. Tschüssi. So, wir haben's. Alles beisammen. Für den komischen Piratentypi. So, dann bringen wir ihm die Sachen gleich mal und dann ist der Part auch zu Ende. Was genau? Wie es sich gehört, wieder zu Beginn des Parts und der neuen Aufnahmesession wieder ordentlich gefailt. Wie es sich gehört, für mich. Aber trotzdem haben wir es hinbekommen. Ja. Genau, Spielstand erstellt. Wunderbar. So, du komischer Humble. Na, hier hast du dein Klumpert. Hier hast du dein Zeug. Wow, du hast tatsächlich alles aufgetrieben. Dann lass mich mal überlegen, was ich dir als Belohnung anbieten kann. In dem Klamottenpaket waren noch ein paar alte Socken. Die kannst du haben, wenn du willst. Ansonsten kann ich dir eine Buddel Fusel und etwas Gold anbieten. Gib mir die Socken. Ich nehme das Gold und den Fusel. Lass gut sein, behalt deinen Kram. Ich will eine bessere Belohnung. Ja, behalt deinen Kram, um Gottes Willen. Lass gut sein, behalt deinen Kram. Mann, das ist ein echt nobler Zug von dir. Du bist wirklich eine ehrliche Haut. Danke. Jetzt beginnt mein neues Leben. Auf zur Taverne! Mein Gott. Mit was willst du bezahlen? Mit deinen alten Socken? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ich wollte es nur probieren.
ob man irgendwas hätte. Ein Fisch, eigentlich gedacht, weil rohes Fleisch, wissen wir ja, haben wir nix. Aber ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwo noch ein Fischlein. Na gut, Quest, ne? Also, der Quester, naja. So. Bla bla bla, Antigua. Brüchige Erblast. Quinn auf Suche, anscheinend hat er ein Bruchstück einer alten Waffe in seinem Besitz. Er soll sich irgendwo auf Kila versteckt halten. Nachricht an Wilson. Grace will, dass ich ihrem Mann Wilson eine Nachricht bringe. Sie meint, es sei nach Kalador aufgebrochen. So, das heißt, in Kila wäre nur mehr das gewesen. Okay. Die Crew bedingt, da brauche ich mal Schiffi. Ohne Schiffi geht da gar nichts. Da hoffe ich, dass wir dann von Alvarez was kriegen. Ich würde mal sagen, wir sind hier soweit questtechnisch fertig. Das heißt, ich würde mal meinen, wir gehen mal zum Chef, ne? Zum Alvarez, würde ich sagen. Aber vorher wäre gut schlafen gehen, weil es ist schon wieder finster. Da oben ist eh ein Platzl frei. Dann hauen wir uns kurz mal in die Laken. So, bis zum nächsten Morgen, bitteschön. Und dann gehen wir frisch gestärkt, geschneuzt und gestriegelt im nächsten Part zu Alvarez. Und bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!